Er war einfach auch immer der Rote bei Sturm. Da sind auch Pfeifkonzerte angedroht worden für Auswärtsspiele und so weiter. Aber du kannst lange verliebt sein, aber heiraten tust du da doch jemanden, bei dem wirklich alles passt. Laul 1 planiert heute ein Grazer Derby-Special mit den Überläufern zwischen dem GRK und Sturm Graz, also Spieler, die für beide Teams gekickt haben. Und den Start macht dabei ein Sturm-Urgestein, Harald. Christian Kratze. Man weiß, glaube ich, kaum, dass der beim GRK war und die Zeit beim GRK ist auch nicht wirklich erwähnenswert, oder? Es war eigentlich auch nur eine Laie. Er ist im Grunde beim TSV Leoben groß geworden, dann Anfang der Nullerjahre an die Rotjacken verliehen, aber im Grunde kein großes Ding. Dann 2002 von Franco Foda zu Sturm Graz geholt worden und dann dort auch 16 Jahre geblieben, auch zur absoluten Club-Ikone geworden, Christian Kratzei. Vor dem Goalie schicken wir ein 4-3-3 aufs Feld und starten mit Joachim Standfest. Er lebte viele Höhen, aber auch den tiefen Fall mit dem GRK, war allerdings kein direkter Überläufer. Genau, da waren doch was 2,5 Jahre bei der Wiener Austria dazwischen. Eigentlich erstaunlich, dass Joachim Standfest Profifußballer wurde. Er war auch ein sehr talentierter Skispringer. Er hat sich dann aber, glaube ich, auch für die richtige Sportart entschieden. Ist ja wirklich über einen sehr langen Zeitraum auch im österreichischen Fußball-Oberhaus unterwegs gewesen. Er wurde Meister mit dem GRK, hat eben wirklich auch diese ganz großen Zeiten bei den Rotjacken erlebt. Und 2010 dann zurück in die Steiermark, aber eben nicht zum GRK, sondern zu Sturm. Hatte er schon ein bisschen Schiss auch vor diesem Transfer, hat er selbst auch mal angemerkt. Er hat gesagt, ich hatte schon etwas Schiss, dass mir etwas übel genommen wird, aber im Endeffekt habe ich die Entscheidung für mich und meine Familie getroffen. Ich habe mich bei Sturm auch sehr wohl gefühlt. War auch problemlos, oder? Ja, sehe ich nämlich auch. Also da waren jetzt die Fans, ich meine, sagen wir so, der GRK hatte andere Probleme zu jedem. Erstens das, ja, und ich meine, ja, er war jetzt nicht der große Fanliebling beim SK Sturm vielleicht, aber war jetzt problemlos. Ein wichtiger Arbeiter auf dem Platz, definitiv. Neben Standfest schicken wir einen Kicker ins Rennen, der bei den Sturmfans gleich zweimal die Emotionen hochgehen hat lassen und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Mario Sonnleitner, nach 15 Jahren im GRK-Nachwuchs hat er dann sein Bundesliga-Debüt mit 18 Jahren für den GRK gegeben. Dazwischen kurz bei der Kapfenberger SV, an die Kapfenberger SV verliehen. Und dann wechselt er 2007 zum SK Sturm. Und das hat ihn dann schon weh, dann den GRK-Fans. Ja, obwohl da war ja im Grunde auch der... Das war der Untergang des GRK. Ich glaube, da hat er noch andere Baustellen gehabt. Man muss ja nicht zwingend dann nicht mehr zu Sturm gehen. Ja, kurze Korrektur. Er war erst mit 15 Jahren zum GRK gekommen. Er war erst mit 15 Jahren im Nachwuchs des GRK. Aber ich glaube, zu jener Zeit waren eben andere Baustellen vorhanden. Er ist eben nicht bei Sturm gut angekommen. Das auch, ja. Es waren jetzt nicht unbedingt offene Arme, mit denen er empfangen worden ist. Ich glaube, er war einfach auch immer der Rote bei Sturm. Also wirklich als einer von ihnen ist er nie so angenommen worden. Ungut wurde es dann auch 2010, als sein Transfer zu Rapid publik wurde. Da hat er im Grunde der damalige Sturmpräsident Hans Rinner den selbst so ein bisschen geleakt. Also der hat da auch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen und hat das ohnehin sehr schwieriges Standing von Mario Sonnleitner bei Sturm eben jetzt nicht wirklich verbessert dadurch. So, machen wir weiter. Mhm. Auch unser nächster Kicker ist nämlich ein direkter Überläufer und den würde ich gerne mit einem Zitat einleiten. Schon als ich 1996 nach Graz kam, habe ich Sturm bewundert. Schon damals wusste ich, ich will eines Tages für Sturm spielen. Boban Dmitrovic, wie kann man sowas sagen, nachdem man über 7 Jahre rot getragen hat. Ne, sowas kannst du dann halt erst sagen, wenn du dann bei Sturm gelandet bist. Ne? Es wäre cooler gewesen, wenn du das sagst als GRK-Spieler. Mein Ziel ist eines Tages schon, für den großen SK Sturm zu spielen. Das war ja nicht die einzige Aussage, die für Schlagzeilen gesorgt hat, denn er hat da noch einen draufgelegt, hat gesagt, aber es ist wie im Leben. Du kannst lange verliebt sein, aber heiraten tust du dann doch jemanden,
bei dem wirklich alles passt. Das ist schon heftig. Ja. Das ist schon heftig. Ich meine, er war dann 2 Jahre bei Sturm. Ich wollte gerade sagen, meine 2-jährige Ehe. Ja. Kann nur gratulieren. Also die Scheidung, die kam sehr schnell und Karma is a bitch, Boban. Denn just in dieser ersten Saison ohne Boban Dmitrovic wurde der GRK Meister und Pokalsieger. Das hat er mit Sturm dann nicht geholt. Und zum Abschluss unserer Viererabwehrkette darf er nicht fehlen. Emanuel Pogatetz, ausgebildet in Schwarz, Titel geholt in Rot. Der bewies in seiner Karriere oftmals ein wirklich gutes Timing. Kann man so sagen, ja. Gutes Timing hat er das erste Mal bewiesen, als er einen Profivertrag bei Sturm unterschrieben hat und sich 2 Monate später, glaube ich, dann Richtung FC Kärnten verabschiedet hat. Und damit alles richtig gemacht hat. Genau. Aufstieg in die Bundesliga? Unter Walter Schachner, ich glaube, was war er damals, 17 oder so. Mhm. Dann hat den Transfer nach Leverkusen geschafft und irgendwann dann halt wieder zum GRK zurückgekehrt, wo Walter Schachner war. Und dann eben auch das Double geholt, Teil dieser legendären Mannschaft auch gewesen, die Liverpool an der Anfield Road geschlagen hat. Und noch ein Zusatz, erste Saison beim FC Kärnten, die sind ja nicht nur aufgestiegen, die sind ja auch Cupsieger geworden. Richtig. Das kommt ja noch dazu. Also Emanuel Pogatetz hat jetzt sehr früh schon alles richtig gemacht in seiner Karriere. Wir wechseln von der Verteidigung ins Mittelfeld und starten mit Gerald Straffner. 2 Jahre beim GRK, 5 Jahre bei Sturm, aber am wohlsten fühlte sich der anscheinend ganz woanders. Ja, nämlich bei der Zwischenstation zwischen dem GRK und dem SK Sturm, bei der SV Ried. Trotz Champions League mit Sturm war Ried meine schönste Zeit, so hat er das wiedergegeben, Gerald Straffner in einem Interview aus dem Jahr 2013 gegenüber den oberösterreichischen Nachrichten. Die Frage, was er zur kleinen Zeitung gesagt hätte, ne? Ja, nein, das glaube ich ihm schon. Ich glaube schon, dass ich meine, er war bei der SV Ried halt auch der Euro-Geri, hat wirklich eine Wahnsinnssaison auch erwischt mit dem Pokalsieg mit der SV Ried und da kann ich mir schon vorstellen, ich glaube, seine Rolle damals in Ried war eben auch eine andere als bei Sturm und beim GRK. Da war er eben, also vor allem bei Sturm, da war er einer von vielen und bei den Riedern, da war er eben ein richtiger Leistungsträger, einer, der vorangegangen ist und ein anderes Standing auch in der Mannschaft gehabt hat. Neben Straffner ein Name, der für Legendenstatus steht und das in beiden Lagern, nämlich Säumel. Jürgen bei Sturm, Gerald beim GRK und letzterer hat eben auch beide Farben getragen. Genau, weil er beim SK Sturm ausgebildet wurde und dort auch seine ersten Profispiele absolviert hat, war dazwischen auch kurz an den DSV Leoben verliehen. Aber wie gesagt, zur Ikone ist er beim GRK geworden. Diese Vita von Gerald Säumel finde ich ja schon interessant. Du bist in den Nullerjahren Bundesligaspieler von Sturm, dann verschüsst du dich eigentlich von der Bildfläche, wechselst 2012 das erste Mal zum GRK, dann hast du ja nochmal diesen ganz großen Crash gegeben beim GRK, bei den Rotjacken, 2014 die Rückkehr. Nach einem halben Jahr, wo der GRK den Restart unternommen hat, wirklich in der ersten Klasse nochmal neu begonnen hat, in der 8. höchsten Spielklasse in Österreich, ist er zu den Grazern gegangen und hat dann eigentlich seinen eigenen Legendenstatus mitentwickelt. Genau so ist es, Hannes. Und eines muss ich auch noch erwähnen, du schaust heute besonders gut aus. Wieso? Na, ich finde schön, dass du dich für Herbstfarben entschieden hast. Na, danke. Ja, es war gerade vorher noch ein Thema, ob diese Kombination passt. Wir können ja auch die User gleich fragen. Ja. Passt diese Kombination? Ich bin von einem Kollegen, bevor ich da jetzt in die Kabine reingegangen bin, nämlich angesprochen worden, dass das nicht passt. Grün und beige, das sind Herbstfarben. Bitte. Ja. Wir wollen eure Meinung. Aber wir wissen ja alle, die User werden immer nur schreiben, er hat schon wieder sein Honigdachs, sein Bulli an. Geil. Harald, super. Na, passt eh, alles gut, das ist ja schön. Nein, das ist immer dein Modegeschmack im Fokus. Ich wollte ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dich lenken. Nein, 2019. Weil du auch sehr hübsch bist. Ja, danke. Auch. 2019 hat Gerald Säumel auf jeden Fall seine Mission auch abgeschlossen mit dem Zweitliga-Aufstieg und damit eben den GRK wieder zurück ins Profigeschäft geführt. Einen Platz haben wir im Mittelfeld noch offen und den bekommt Samir Muratovic. Wir sprachen bei Bogatetz von einem perfekten Timing. Ähnliches gilt aber auch für Muratovic. Ja,
Der ist pünktlich zum GRK-Double gekommen, damals aus Russland von Saturn Ramenskoje. Und ich meine, was war Masami Muratovic für ein unglaublich geiler Kicker? Ja, das war sicherlich. Das heißt, als Zwischeneinschub. Ja. Hat sich dann rechtzeitig verabschiedet und beim SK Sturm natürlich auch noch sehr viele große Jahre erlebt. Samuel Muratovic bei Gradkorn wiederum habe ich komplett verdrängt. Ja, das habe ich auch verdrängt. Das habe ich verdrängt, aber weniger verdrängen werden die GRK-Fans folgende Aussage von Samuel Muratovic, getätigt im März 2023 gegenüber der Kronenzeitung. Ich habe für viele Clubs gespielt, aber Sturm liebe ich. Ich verstehe es nicht. Also gerade in so einer Konstellation, wenn du für beide Vereine gespielt hast, ich würde da solche Aussagen würde ich einfach nicht tätigen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Einfach nur ehrlich vielleicht. Ja. Die zahlen ihn auch aktuell als Scout, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja. Machen wir weiter. Defensive und Mittelfeld stehen nämlich. Weiter geht's im Sturm mit Ronny Brummeier. Im Gegensatz zu Muratovic kann man da nicht von einem guten Timing sprechen. Ja, Ronny Brummeier ist gleichzeitig mit Bobby Dmitrovic damals zum SK Sturm übersiedelt und hat den GRK-Titel dann verpasst, 2004. Aber wenn einer das Ganze unemotional gesehen hat, dann wohl Ronny Brunmeier, oder? Also den Wechsel. Ja, folgendes hat er gesagt, der GRK ist für mich Vergangenheit. Sturm ist die beste Adresse in Österreichs. Ich werde die Fans mit meinen Leistungen überzeugen. Er hat es im Grunde nicht gemacht, nur 8 Tore in 44 Spielen. Die Fans waren wenig begeistert von diesem Transfer, als so die ersten Gerüchte aufgekommen sind. Da hat es viele Proteste gegeben. Genau. Unter anderem im Spiel gegen Bregenz, als einfach der harte Kern der Sturmfans eine Halbzeit lang nicht im Sektor war. Und es sind dann auch Pfeifkonzerte angedroht worden für Auswärtsspiele und so weiter. Aber das war so ungefähr die Zeit, wo es sehr en vogue war, gegen einzelne Spieler zu protestieren. Roman Wallner bei der Austria damals, eine Spur später, aber ja, gibt es in letzter Zeit irgendwie sehr selten, oder? Ja, und das kaufen ist die Vereine auch eine gute Entwicklung. Naja, kaufen die Vereine schlauer ein oder ist da mehr Wurstigkeit eingekehrt, weil es einfach mittlerweile dieser Wechselgang was gegeben ist? Dann war Max Entrup, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Das ist irgendwie so eine andere Liga. Ja, aber das war im Grunde so der letzte Transfer, der in der Hinsicht so die Emotionen kochen hat lassen. Mhm. Oder? Dazwischen fällt mir jetzt da keiner ein. Nein, mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber Ronny Brummeier kam eben dennoch zu Sturm, egal was die protestiert haben. Hannes Kartnick hat das durchgezogen, zusätzlich mit der Aussage, allein schon, dass Brummeier immer im Derby gegen uns getroffen hat, ist schon ein Hauptargument für den Transfer. Ronny Brummeier, Sturm, die beste Adresse Österreichs zu jenem Zeitpunkt 2003, 2004. Definitiv eine falsch Interpretation der Gesamtsituation, denn der GRK eben in jener Saison Meister geworden. Neben Brummeier unser Mittelstürmer Walter Schoko Schachner. Nach 7 Jahren Italien ging es zurück nach Österreich 1988 zu Sturm Graz und das auch durch die finanzielle Unterstützung von wem, Harald? Von Hannes Kartnick bzw. seiner Werbefirma Perspektiven. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das ist mir erst in der Recherche dann aufgefallen, dass da Hannes Kartnick der Mann war, der Schoko Schachner zu Sturm geholt hat. Nach einer sehr langen und durchaus ereignisreichen Zeit in Italien, die wir letztens erst beleuchtet haben. Ja, war dann 14 Tore in 42 Spielen bei Sturm Graz, hat er schon auch eine Phase gehabt, wo er sehr gut geknipst hat. Mhm. 1990 dann nach einer Zwischenstation beim TSV Leoben auch in Rot aufgelaufen. Da war es weniger erfolgreich, nur 2 Tore in 9 Spielen. Aber wenn ich Schoko Schachner in Erinnerung habe, dann als GRK-Meistercoach. Als GRK-Double-Coach. Ja. Ja. Damals von Frank Straunacher vor die Tür gesetzt, weil ich kann nicht mit den Hühnern picken, wenn ich mit den Adlern kreisen will. Und Christoph Daum geholt. Mhm. Ich glaube, der Schoko Schachner sogar angeboten, dass er Co-Trainer bleiben kann. Oh, wirklich? Ich glaube, so war es ungefähr. Schoko dann zum GRK, dann hat es die berühmte Schoko-Tabelle gegeben. Und
dann Schoko tatsächlich mit dem GRK Double, das Double geholt 2004. Also zunächst natürlich noch Daum mit der Austria und dann Schoko mit dem GRK. Man hat zu jener Zeit das Gefühl gehabt, dass Schoko Schachner die Vierer-Abwehrkette erfunden hat. Ja. Das war gutes Eigenmarketing. Ja. Oder? Ja, vielleicht war das Problem, dass sie nie wirklich weiterentwickelt hat. Ja, die Stationen danach weniger erfolgreich, aber GRK und Walter Schachner in den Nullerjahren, das war ein Perfect Match. So viel kann man, glaube ich, dazu schon sagen. Und zum Abschluss unserer Ansatzpanier wird es nochmal kultig. Dominik Hassler, auch Jahre nach seinem Karriereende, tue ich mir schwer, diesen Kicker einzuschätzen. Also eine sehr erfolgreiche Karriere. Ich meine, der ist Meister geworden mit dem GRK und mit Sturm Graz. Mhm. Aber dazwischen eben auch mal komplett untergetaucht. Dann war er auf einmal wieder hier. Er ist nicht mitgegangen mit dem GRK ins österreichische Unterhaus, sondern ist, glaube ich, auch ja zum FC Gradkorn gewechselt. Da hat er dann extrem gut funktioniert. Und dann war er auf einmal wieder in der Bundesliga. Nach 1,5 Jahren in Liga 2 wechselte er zu Sturm Graz. Und in der gesamten Meistersaison 2010, 2011 hat er ganze 5 Minuten gesammelt in Runde 9 gegen die Austria. Aber damit ist er eben auch Meister von Sturm. Und damit neben, wen haben wir heute gehabt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Joachim Standfest hat es geschafft, mit Sturm und den GRK Meister zu werden. Und natürlich Sami Muradovic. Genau. Ja. Das war es aber, glaube ich. Ja. Ich meine, der hat bei Blau-Weiß auch noch gespielt. Ja. Ich meine, der hat eigentlich eine Karriere hingelegt, wo er bei Austria Salzburg, GRK, LASK, Blau-Weiß Linz und Sturm war. Und Gradkorn? Ja, was dort die anderen halt. Ja. Entschuldigung. Ja. Das soll es aber gewesen sein. Unsere Grazer Überläufer-Elf zwischen dem GRK und Sturm Graz. Welche Überläufer sollen wir als nächstes panieren? Rein mit eurer Meinung in die Kommentare. Jetzt macht's aber gut. Danke fürs Reinklicken. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola 1 paniert.